Sicher mögt ihr es auch gern, wenn euch eure Mutter oder Großmutter oder Tante Geschichten erzählen. Dem Pumuckl geht's nicht anders. Aber da ist ein Unterschied. Ihr könnt zwischen Märchen und wahren Geschichten unterscheiden. Der Pumuckl nicht. Er nimmt alles für wahr. Und nur darum konnte diese Geschichte passieren. Also, es war mal wieder einer jener Tage, an denen der kleine Kobold sich kräftig langweilte. Na, na, verschling mich nicht vor lauter Gähnen. Halt doch wenigstens die Hand vor den Mund. Auch mit der Hand vor dem Mund ist mir langweilig. Da könntest mir ja ein bisschen helfen. Mit dem Handbesen ein bisschen zusammenkehren. Da, schau her, unterm Tisch und da unten. Das ist noch viel entsetzlich langweiliger. Na, dann machst dein Gedicht. In meinem Kopf ist heute einfach kein Gedicht drin. So, was ist denn dann drin? Nichts, gar nichts. Einfach gar nichts. Überhaupt. Ich glaube, ich habe heute Nacht alles, was drin war, weggeträumt, weißt Na. Du? Ja, und so. Alles habe ich auch noch hinausgedacht. So lange, bis der ganze Kopf leer gedacht war. Hm. Da musst du heute wieder was Neues reintun in deinen Kopf. Ja, ui, du, ich weiß was. So, was? Du musst mir was Neues erzählen und dann ist was Neues in meinem Kopf drin. Und dann ist mir es auch nicht mehr langweilig. Ja. Bitte erzähl mir was. Mei, was soll ich dir denn erzählen? Ja, ich weiß auch nichts. Aber du hast doch in der Zeitung gelesen und da stehen doch sicher immer ganz viele Geschichten drin. Na, da ist nichts dabei, was ich dir erzählen könnte. Politik interessiert dich nicht und Mord und Totschlag, das mag ich nicht erzählen. Bitte, erzähl doch. Nein. Dann muss ich wieder gähnen. Dann gähnst. Nein, ich gähne nicht, sondern ich gähe. Jawohl, ich gähe hinaus in den nassen Regen. Ja, das magst. Zählst die Regentropfen. Da bist du den ganzen Tag beschäftigt. Gott sei Dank macht mich der nasse Regen krank. So, jawohl. Der Pumuckl ist hinausgetrottet. Er hat natürlich nicht die Regentropfen gezählt. Er hat es vorgezogen, durch die Regenpfützen zu steigen. Aber auch das wurde ihm nach einiger Zeit langweilig. Da kam zufällig die Frau Mitterndorfer mit der kleinen Bärbel aus dem Haus. Auch die Bärbel wollte durch die Pfütze warten. Aber die Mutter sagte, Bärbel, lass das. Pfui, die Pfützen sind doch dreckig. Will aber. Schau, deine schönen Schuhe werden ganz hässlich. Ist doch schade drum. Nein. Aber Bärbel, wenn du nicht schön brav bist, dann erzähle ich dir nachher auch keine Geschichte. Und du hörst doch so gern Geschichten, oder nicht? Schon, aber... Na also, gib mir schon die Hand. So ist's brav. Und wenn wir wieder daheim sind, dann erzähle ich dir eine feine Geschichte. Darfst dir eine wünschen, ja? Nun, da hat der Pumuckl aber aufgehorcht. Auf der Stelle ist er zum Meister Eder in die Werkstatt gerannt und hat sich bitter beschwert, dass er nie Geschichten erzählt bekommt, wenn er brav ist. Doch der Meister Eder hörte gar nicht zu. Das machte den Pumuckl so wütend, dass er beschloss, auf eigene Faust zu seiner Geschichte zu kommen. Er kletterte über Balkone, hüpfte auf Fenstersimse und suchte die Wohnung von der Bärbel. Das war sehr anstrengend und dauerte eine Weile. Und wahrscheinlich hätte er die Wohnung auf diese Art auch nicht gefunden, wenn er nicht plötzlich doch die Stimme von der Frau Mitterndorfer gehört hätte. Sie war tatsächlich mitten im Erzählen der versprochenen Geschichte. Ja, und dann sind die Kinder in den Wald gelaufen, immer tiefer und tiefer. Und sie hatten schrecklichen Hunger. Und da ist plötzlich ein kleines Häuschen dagestanden. Das Hexenhäuschen. Ja, aber das wussten die Kinder ja noch nicht, dass da eine Hexe drin wohnt. Sie haben zuerst gar niemanden gesehen. Und weil sie so Hunger hatten, haben sie eben ein bisschen an den Lebkuchen geknabbert, die außen dran waren. Und dann ist die Hexe gekommen. Ja, und zuerst sind die Kinder furchtbar erschrocken. Aber dann haben sie gedacht, dass das eben nur eine hässliche alte Frau ist. Und darum sind sie auch mit ins Häuschen gegangen. Merkt ihr eins, man geht nie mit fremden Leuten in ein Haus, das man nicht kennt. Und der Hänsel ist dann auch gleich in einen Käfig gesperrt worden. Ja, und die Gretel hat der Hexe helfen müssen. Ich wäre einfach davon gelaufen. Wohin sollte die Gretel denn laufen? Sie hätten sich doch verirrt. Sie wäre bestimmt verhungert in dem Wald. Außerdem wollte sie doch ihrem eingesperrten Bruder helfen. Ihr kennt sicher das Märchen, das die Mutter erzählt hat. Klar, es war Hänsel und Gretel. Sie hat es ein bisschen auf modernere Art erzählt, weil sie der Bärbel auch gleichzeitig klar machen wollte, dass man nicht allein in den Wald laufen soll und dass man nicht mit jemand Fremden gehen soll. Die Bärbel kannte die Geschichte natürlich schon längst und regte sich überhaupt nicht mehr auf darüber.
Aber dem Pumuckl sträubten sich die Haare. Das war ja grauenhaft, was da in dem Wald passierte. Und er stellte sich auch gleich den Wald vor. Es musste der sein, den er von einem Sonntagsspaziergang mit dem Meister Eder kannte. Vielleicht wäre der Pumuckl doch noch dahinter gekommen, dass es sich nur um ein Märchen handeln konnte, wenn er es hätte zu Ende hören können. Aber die Erzählung der Mutter wurde von einem Klingeln an der Wohnungstüre vorher. Aufgeregt rannte der kleine Kobold zum Meister Eder. Im Wald, im Wald! In unserem Wald sind Kinder, die haben sich verirrt und die sind in ein Haus mit einer fremden Frau gegangen und mit einer ganz garstigen Hexe. Den Buben hat sie einfach eingesperrt, die Hexe, und sie will ihn fressen. Ja, hör doch zu! Ja, ich höre schon zu. Niemand findet mehr die Kinder. So weit sind sie gelaufen. Es ist ein Bub und ein Mädchen. So? Also zwei Kinder sind es. Ja? Ja. Und ich will nicht, dass der Bub gefressen wird. Ja, was sind denn das für Schauergeschichten? Das hat die Frau Mitterndorfer eben ihrer Bärbel erzählt. Was? Die erzählt Geschichten von Mord und von Totschlag. Nur du erzählst sowas nicht. Ja, weil ich was gegen die Sensationslust habe. Nein, Mord und Natürlich, Totschlag. Natürlich, ich weiß, dauernd laufen Kinder davon. Zwei Stück. Alle Damen lang steht sowas in der Zeitung. Ja, zwei Stück, ein Bub und ein Mädchen. So, die Schubladen hätte ich jetzt fertig. So, da muss ich noch was abschleifen. Ja. Aber es muss in dem Wald sein, weißt du, in dem Wald, was? Der gar nicht weit von hier weg ist. Ja. Da, wo wir spazieren gegangen sind. Es kann schon sein, dass sich da allerhand Gesindel rumtreibt. Ja. Die Leute sollen halt auch auf ihre Kinder besser Obacht geben. Die Eltern haben die Kinder weggeschickt, weil sie arm sind. Ah. Die haben nicht genug zu essen gehabt für alle. Es gibt allerhand auf der Welt. So, Dala. Die Schublade passt. Also, du hast überhaupt kein Herz. Du hast höchstens ein Schubladenherz. Aber ich werde den Kindern helfen. Ich fürchte keine Hexen. Ich bin nämlich unsichtbar. Jawohl, ich bin unsichtbar. Ich werde das Haus finden und ich werde das Feuer im Backofen ausblasen und ich werde den Käfig aufmachen Was hast du gesagt? Ich suche die Kinder. Hör auf, das ist doch Sache der Polizei. Ja, aber der Pumuckl, der hilft der Polizei. Ah. Der Pumuckl ist ein großer Polizist. Ein klabauter Polizist. So. Jawohl, ich gehe jetzt in den Wald. Ja, das magst, aber bleib nicht so lange aus. Nein, ich bleib nicht lange aus. Ich gehe in den Wald und suche die Kinder. Der Meister Eder war wirklich sehr beschäftigt, sonst hätte er genauer hingehört. Der Pumuckl aber ist losgezogen. Inzwischen hatte es zu regnen aufgehört und es ging nur noch ein leichter Wind, der die Bäume im nahen Stadtwald ein wenig unheimlich rauschen ließ. Der kleine Kobold kam sich ungeheuer mutig vor. Weit und breit war kein Mensch, jedenfalls zunächst nicht. Wart nur, du alte Hexe, wart nur. Dir werde ich's aber zeigen. Du hast wohl noch nie etwas von den Klabautermännern gehört, wie? Wir Klabauter haben gar keine Angst. Nein, jedenfalls nicht vor Hexen. Jawohl. Im tiefen, tiefen Wald, hat sie gesagt. Ich finde, ich bin schon sehr tief im tiefen Wald. Ob ich noch ein bisschen tiefer hineingehen soll in den tiefen Wald? Denn daher muss kommen. War das nicht? Das war doch. Die Hexe. Pumuckl, nimm dich zusammen. Das war die Hexe. Die wird jetzt was erleben. Oh, die wird jetzt was erleben. Die wird jetzt was erleben. Da drüben war ich doch schon. Hier links im Meer kann man zapfen. Und das Holz dort. Himmel, stell dich doch nicht so an. Ich bin schon pitschnass. Na, was wir heute tun, brauchen wir morgen nicht tun. Merkt er das? Komm, hilf mir den Kolb da. Himmel, noch einmal, nein. Au! Ach, hab ich mir aber jetzt kratzt. Der Korb? Hast du den jetzt umgeworfen? Aber ich bin noch gar nicht daran hin. Na, du bist nie an was schuld. Ja, jetzt können wir alle Tannenzapfen wieder. Ach. Ich mach's ja schon.
Ja, meinst du, mir macht Spaß? Dir wird der Spaß noch vergehen. Hast du was gesagt? Nein. Was war denn das? Weiß nicht. Da hat irgendjemand Hu gerufen. No. Diese Hexe fürchtet sich um die Welt nicht. Aber warte, warte, warte. Ich suche jetzt das Haus und lass den Buben raus. Ui, 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 das reimt sich. Und was sich reimt, ist niemals ungereimt. Gleich werde ich das Haus finden, jawohl. Ich werde gleich das Haus finden, wenn ich es suche. Natürlich hat der Pumuckl weit und breit im Stadtwald kein Haus gefunden. Er ist hin und her gelaufen und zu guter Letzt da wieder herausgekommen, wo er in den Wald hineingelaufen ist, bei den Heimgärten und den kleinen Siedlungshäusern am Stadtrand. Da gab's nur eine Lösung. Die Frau Mitterndorfer musste sich in ihrer Erzählung ein wenig geirrt haben. Sicher war der Hänsel in einem Gartenhaus eingesperrt. Aber in welchem? Alle hatten so fest verschlossene Türen, dass ein Kobold nicht hineinkommen konnte. Da musste der Meister Eder helfen. Und zwar schnell. Du musst sofort mit mir kommen und das eingesperrte Kind herausholen. Jawohl, sofort. Ich kann da nämlich nicht rein. Was? Ich habe alles entdeckt. Ja. Die Frau, die es getan hat. Ja. Und das Mädchen. Was ist los? Ich hab's dir doch erzählt. Die Mutter von der Bärbel, die hat doch gesagt, was da in unserem Wald passiert ist. Und wo zwei arme Kinder vor lauter Hunger. Und niemand kann sie finden. Und ich hab sie gefunden. Glaub mir, hab sie gefunden. Das ist sie. Eine böse Frau. Du musst schnell mitkommen. Ja, schnell. Aber ich verstehe nicht, dass... Sei doch nicht so langsam. Sonst sind sie weg. Ja. Das Mädchen ist dabei. Genau wie es die Frau Mutterndorfer gesagt hat. Aber ich kann ihr das Mädchen ja nicht wegnehmen. Weißt du, aber du. Was? Und du kannst auch das Haus. Ja, du kannst das Haus auch besser finden. Aber das ist doch Sache der Polizei. Aber wenn doch weit und breit keine Polizei da ist. Nur der tiefe, tiefe Wald. Und da sind die zwei ganz allein. Komm schnell. Also ich weiß nicht. Was? Na ja, nachschauen kann ich ja mal. Ja. Na, es ist ein Spaziergang. Ja. Und wenn was dran ist, dann kann ich jedenfalls die Polizei verständigen. Ja, das kannst du. Ja. Und die Hexe, die wird dann eingesperrt und die Kinder, die können dann heimgehen. Ja. Und wenn sie so wenig zu essen haben, dann können sie ja mal bei uns essen, nicht? Ja, das sehen wir dann schon. Vielleicht bildest du dir alles das bloß ein. Nein, ich bilde mir nichts ein. Ich hab's doch selbst gesehen, ganz genau. Ja. Nur das Haus, das weiß ich nicht genau. Der Meister Eder hat also seinen Arbeitsschurz mit dem Mantel vertauscht und ist mit dem Pumuckl in den Wald gegangen. Der Pumuckl war sehr aufgeregt. Als sie zum Wald kamen, hat es wieder leicht zu regnen angefangen. Bei dem Regen sind die sicher schon heimgegangen. Psst, 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 nicht so laut. Also, in welcher Richtung war es? In der hier. In der? Oder nein, in der. In welcher? Ganz tief eben, weißt du, ganz tief, im tiefen, tiefen Wald. Na ja, so tief ist ja auch wieder nicht. Da! Was hast du denn? Hast du was gesehen? Nein, es war nur ein Busch. Was? Da ist ein Haus. Das habe ich vorhin ja gar nicht gesehen. Ach, das ist doch kein Haus. Das ist eine Futterstelle für Rehe. Futterstelle? Ja. Ui. Essen Rehe Lebkuchen? Aber wie kommst du denn da drauf? Vielleicht war das Haus, das die Kinder im Wald gefunden haben, ein Futterhaus. Ach, das verstehe ich nicht. Aber ich, komm, schleichen wir hin. Hinschleichen? Ja, vielleicht sind sie drin. Wir schleichen und wir schleichen. Wir wollen niemals weichen. Natürlich war weder an der überdachten Futterstelle noch sonst wo im Wald jemand zu finden. Der kleine Kobold war sehr enttäuscht. Er führte den Meister Eder dann zu den Heimgartenhäuschen am Waldrand. Da war bei dem schlechten Wetter auch niemand zu sehen. Und der Meister Eder weigerte sich selbstverständlich, in abgesperrte Grundstücke zu klettern. Er erlaubte dem Pumuckl, ein wenig herumzuschnüffeln, und dann sagte er: Geh zu, Pumuckl, da werden wir bloß pitschnass. Das hat doch keinen Sinn. Doch, alles hat einen Vielleicht Sinn. Hast bei der Frau Mitterndorfer was Falsches gehört. Ich habe bei der Frau Mutterndorfer nichts Falsches gehört. Und ich habe auch nichts Falsches gesehen. Meinst? Und ich will nicht, dass den Kindern was passiert. Ja, ich auch nicht. Der Bub wird vielleicht gebraten. Ach, geh, red doch keinen Unsinn. Ja. Kein Mensch brät ein Kind.
Klabauter Ehrenwort. Das hat die Frau Matterndörfer gesagt. Ja, das hat's vielleicht gesagt, weil es die Bärbel nicht anders versteht. Obwohl ich finde, dass es Unsinn ist, so einem kleinen Kind derartige Schauergeschichten zu erzählen. Ja, ich finde es ja auch Unsinn, Kindern Geschichten zu erzählen. Ja. Mir sollte man Geschichten erzählen. Mir, weil ich mich nicht fürchte und weil ich Kinder retten kann. Aber mir erzählst du ja nie Geschichten. Fängst jetzt wieder damit an. Also mir reicht, dass du die Geschichte erfahren hast. Ich bin jetzt eine Stunde im Regen rumgelaufen. Ja, aber du darfst doch jetzt nicht aufhören zu suchen. Ja, das hat doch keinen Sinn mehr. Ich frage lieber Frau Mitterndörfer selber. Ich muss sowieso zu ihr, weil ich einen alten Schrank bei ihr begutachten soll. Bitte frage sie. Du wirst sehen, dass ich alles ganz richtig gehört habe. Ah. Es war bestimmt die Frau mit dem Mädchen, die ich gesehen habe. Jawohl, na ja, wenn es wirklich stimmt, könnte ich ja dann der Polizei einen Hinweis geben. Aber ich glaub's nicht recht. Oh, bitteschön. Du wirst es ja sehen, 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 du wirst es ja sehen. Der Meister Eder ist daraufhin tatsächlich zu der Frau Mitterndörfer gegangen. Und nachdem er den alten Schrank angeschaut hatte, fragte er so nebenbei als möglich, Was ich noch fragen wollte, haben Sie auch erfahren, dass da in unserer Gegend zwei Kinder verschwunden sind? Was? Ja, was Sie nicht sagen. Hörst du, Bärbel, zwei Kinder? Also ich warne meine Bärbel immer davor, mit jemandem mitzugehen. Ein Kidnapper? Na, das ist eine komische Geschichte. Die müssen davongerannt sein und in unseren Stadtwald verschwunden. Ach. Der Bub wird in irgendeinem Haus festgehalten und das Mädel, das ist noch gesehen worden. Nein. Ja? Ja, sowas. Ach, die Sorge der Eltern, wenn ich mir das vorstelle. Ja, ich hab gedacht, Sie kennen die Geschichte. Nein, das ist das erste Wort, das ich höre. Was? Kennen Sie die Kinder? Sind Sie hier aus unserer Straße? Ja, das weiß ich nicht. Ich hab gedacht, Sie wüssten vielleicht was Genaueres. Wissen's, ich bin gerade vorhin im Stadtwald spazieren gegangen. Und da ist mir eine Frau mit so einem Mädel begegnet und jetzt wüsste ich da gern... Da würde ich ja auf alle Fälle die Polizei verständigen. Ja, die sind in so einem Fall für jeden Hinweis dankbar. Auch wenn es sich dann als falsch herausstellt. Was mich nur wundert, dass Sie nichts wissen davon. Ein Bub und ein Mädel, die in den Wald gelaufen sind und die aus irgendwelchen unguten Verhältnissen stammen. Und dann sind's offenbar in ein Haus hinein. Mutti, in ein Hexenhaus? Nein, Bärbel, in kein Hexenhaus. So was gibt's nicht in unserem Stadtwald. Wissen Sie, Herr Eder, ich habe erst vor einer Stunde meiner Bärbel die Geschichte von Hänsel und Gretel erzählt. Aha. Die sind ja auch in den Wald gelaufen. Und jetzt meint sie, dass... Sie sagen, von Hänsel und Gretel? Ja, Sie kennen doch das Märchen. Ja, und ob ich das kenne? Ja, sowas. Ja, jetzt geht mir aber ein Licht auf. Ja, dass ich auf sowas nicht gekommen bin. Mei, bin ich ein Depp. Natürlich, freilich, der Lebkuchen. Und dass der Bub braten wird. Aber Herr Eder, das ist ja, also, ich verstehe Sie nicht. Das ist doch gar kein so komisches Märchen. Nein. Das Märchen ist nicht komisch. Ganz was anderes ist komisch. Aber das verstehen Sie nicht. Also, entschuldigen Sie bitte. Wissen Sie, mir ist nur was eingefallen. Ein Witz. Wirklich? Das ist ein Witz. Aber ich kann Ihnen leider nicht erzählen, das geht nicht. Solche Witze höre ich auch nicht sehr gern. Vielen Dank, Herr Eder, dass Sie gekommen sind. Sie reparieren mir also gelegentlich den Schrank? Ja, nächste Woche vielleicht, ja. Und wegen der Waldgeschichte, es würde mich sehr interessieren, ob die Sache aufgeklärt wird. Die ist ja schon aufgeklärt. Nichts für ungut, Frau Mitterndörfer, nichts für ungut. Und wieder glaubt jemand, dass der gute Meister Eder nicht ganz richtig im Kopf sei. Aber daran ist er ja schon gewöhnt. Er ging also, gefolgt vom auch sehr verwunderten Pumuckl, zurück in die Werkstatt. Immer wieder musste er laut lachen. Also ich verstehe dich nicht. Was gibt's denn da zu lachen? Du hast die Frau Mitterndörfer ja gar nicht weitererzählen lassen. Sie hat dir sicher die ganze Geschichte erzählt, aber du hast ja einfach nur noch gelacht. Ja, aber nur das Ganze war doch bloß ein Märchen. Ja und? Deswegen wird der Hänsel ja doch gebraten. Ja. Vielleicht steckt sie ihn eben in den Ofen. Ja, hast du denn das Märchen nicht zu End gehört? Zu wem? Zu wem was Ende? Na ja, die Gretel befreit natürlich ihren Bruder und dann werfen sie gemeinsam die Hexe in den Ofen. Die Hexe? Ja. Die Hexe ist schon im Ofen?
Schon lange? Schon sehr lange. Woher weißt du das? Weil das Märchen so angeht, es war einmal. Und alles, was mit es war einmal angeht, ist schon lang her und vielleicht gar nie passiert. Aber die Frau, die ich im Wald gesehen habe... Das war eine andere Frau. So, das war eine andere Frau. Ja. Und da kann man nicht sagen, es war einmal. Vielleicht könnte man sagen, es war einmal ein Schreinermeister und der hatte einen kleinen Kobold. Ja, aber den hat er doch noch. Wir sind doch kein Märchen, wir zwei. Ach so. Ja, dann... Dann muss ich dir halt doch ein richtiges Märchen erzählen. Ja, ich erzähl dir ein. Du erzählst mir ein. Also, Pumuckl, jetzt hör mal gut zu. Ja, jetzt höre ich ganz gut zu. Es war einmal ein armes Ehepaar. Es war einmal ein armes Ehepaar. Das hatte zwei Kinder. Das hatte zwei Kinder. Hänsel und Gretel. So ist der Pumuckl doch noch zu seiner Geschichte, Verzeihung, zu seinem Märchen gekommen. Er war der beste Zuhörer, den es gibt, und der Meister Eder war der beste Erzähler, den es gibt. Und beide haben gefunden, dass Märchen etwas sehr Schönes sind, wenn man sie nicht glaubt. Der Meister Eder ist kein Freund vom Kochen. Er hat auch nie viel Zeit dazu. Umso angenehmer war es, als einmal seine Schwester zu Besuch kam und ihm richtig üppig aufkochte. Zuerst Suppe, dann eine Fleischspeise und zum Nachtisch einen ganz feinen Schokoladenpudding. Der Meister Eder protestierte zwar und sagte, er könne nicht so viel essen, vor allem der Pudding sei ihm zu viel. Doch, oh Wunder, am Abend war die Puddingschüssel völlig leer gegessen. Allerdings nicht vom Meister Eder, sondern vom Pumuckl. Aber das ahnte Meister Eders Schwester nicht. Sie freute sich, nannte ihrem Bruder ein kleines Schleckmaul und schrieb ihm das Rezept auf, damit er sich auch einmal selbst solch einen Pudding kochen konnte. Der Meister Eder ließ sie in dem Glauben. Als seine Schwester wiedergegangen war, stand der Pumuckl strahlend vor ihm. Oh, war das gut. Ja, hat's geschmeckt. Das war das allerbeste Essen in meinem ganzen Pumuckl-Leben. Aber geh. Ich will nur noch jeden Tag Schokoladenpudding essen. Na. Jeden Tag. Nein, danke. Und ich müsste jeden Tag in der Küche stehen und einen Eischnee schlagen. Und ein bisschen Eischnee wirst du ja wohl noch schlagen können. Schlagen kann schließlich jeder Mensch. Ja, da muss man das Eiweiß stundenlang mit der Gabel schlagen. Na. Dazu habe ich nicht Zeit. Ja, und wenn ich dazu Zeit habe, ich kann mit der Gabel alles stundenlang schlagen. Den Tisch und die Wand und eine Schachtel und dann kann ich auch das Eiweiß schlagen. Soll ich mal eine Stunde lang mit einer Gabel den Tisch schlagen? Ja, um Himmels Willen, nein. Weißt du, wir können ja ab und zu einen Tag ausfallen lassen. Weißt du, komm, jetzt geh schnell in die Küche. Bitte. Ja, ich hab's nicht mit der Kocherei. Aber ich, weißt du was? Ich werde Koch. Ja, das fehlt mir gerade noch. Nicht wahr? Das fehlt dir. Also bitte schön, jetzt geh schon. Geh jetzt bitte schnell in die Küche. Bitte. Ich wünsche mir das zum Geburtstag. Aber du hast doch gar keinen Geburtstag, weil niemand weiß, wann du geboren bist. Dann wissen wir es jetzt endlich. Wieso? Das ist ganz einfach. Immer wenn wir Schokoladenpudding essen, habe ich Geburtstag. Also von mir aus. Dieser letzte Satz war unvorsichtig vom Meister Eder. Denn schon am nächsten Tag in aller Frühe sprang der Pumuckl auf Meister Eders Bettdecke, schnitt ein feierliches Gesicht und sagte würdevoll zu dem noch etwas schlaftrunkenen Meister Eder: Bitte gratuliere mir. Oh, gratulieren? Wozu? Ich habe heute Geburtstag. Ah, ja, sowas. Ja. Hallo, nicht weiterschlafen, gratulieren! Ja, von mir aus. Ich gratuliere dir recht schön. Bitteschön. Und jetzt lässt du mir noch ein bisschen meine Ruhe. Es ist ja erst 6:30. Ja, eben. Es ist höchste Zeit zum Aufstehen. Weißt du, wir müssen nämlich Pudding kochen. Nein, das müssen wir gar nicht. Doch, wir haben ausgemacht, dass ich an meinem Geburtstag Schokoladenpudding kochen darf. Und du hast mir eben zum Geburtstag gratuliert und also habe ich auch Geburtstag. Und jetzt musst du dein Wort halten. Wie war jetzt das? Du musst dein Wort halten. Wort halten. Uraltes Menschengesetz, ja. Ich muss meinen Pudding bekommen. Das ist ein uraltes Koboldsgesetz.
Und wehe, 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 wenn du nicht und wehe, wenn ich nicht und wehe, wenn... Hier ist das Rezept. Bitte lies schnell. Ah, ohne Brille sehe ich nichts. Hier ist deine Brille. Ach, na ja, von mir aus kochen wir halt den Pudding. Geh, so plär doch nicht so. Ich plär ja schon gar nicht mehr. Hier ist das Rezept. Steh ganz schnell auf und wir fangen an, ja? Nun, der Meister Eder folgte und stand auf. Er dachte, dass er doch irgendwann einmal in den sauren Apfel, nein, in den süßen Pudding beißen müsste. Und dabei schließlich egal wann. Und so kam es, dass eine halbe Stunde später der kleine Kobold neben dem Schreinermeister in der Küche stand. Also, was brauchen wir da alles? Ja, was Mehl, brauchen wir alles mit Mehl, zwei Eier, Vanillezucker, Kakao. Wollen wir nicht drei Eier nehmen? Und Stärkemehl. Drei willst du schon? Drei, ja, drei ist schöner. Also nehmen wir drei. Ja. Ah, da stellen wir jetzt mal alles daher auf den Tisch. Auf den Tisch. Sodala. Also, die zwei die, Eier. Die drei Eier. Ja. Die müssen getrennt werden. Ja, von wem steht müssen wir da, getrennt? Die steht da, oh mein. Ja. Du musst doch nicht einfach seufzen und oh mein sagen. Das ist ganz einfach, weißt du? Pass auf, wir legen ein Ei auf den Tisch und ein Ei legen wir auf die Kommode. Und schon sind sie getrennt. Lässt du nicht gleich die Eier liegen? Lass die Eier. Aber da liegen sie doch nebeneinander und du hast doch gesagt, die müssen getrennt. Nein, was da drin ist, muss man doch trennen. Das Eiweiß vom Eigelb. Dazu muss man so ein Ei aufschlagen. Das darf ich machen. Das darf ich machen. Alles, was zu schlagen ist, das mache ich. Oh! Ja, bist du närrisch? Wieso? Mei, oh, jetzt läuft der ganze Barz über den Tisch, zerschlägt er mir die Eier. Ja, sowas. Ja, aber sowas. Du hast doch gesagt, das Ei muss auseinander... Geh runter vom Tisch, du triffst ja auch noch rein. Oh mein, was mach ich denn jetzt? Das klebt. Da kann ich nur noch Rühreier draus machen. Gib mir einen Löffel und einen Teller her, damit ich wenigstens den Rest noch retten kann. Ja, aber wir müssen doch... Nix, aber... Jetzt brauche ich drei neue Eier. Ja, vielleicht nur zwei jetzt. Nehmen wir zwei, ja. Nehmen wir nur zwei, weil wir sparen müssen. Ja, dann können wir nämlich noch mal Pudding machen. Das wird ja sauber, wenn das so weitergeht. Ja. Also geh jetzt einmal weg, ja? Ich gehe jetzt mal weg. Das macht man nämlich so. Ja? Man schlägt das Ei vorsichtig da gegen den Rand von der Tasse. Jetzt hast du einen Fehler gemacht. Jetzt hast du die Tasse getrennt und nicht das Ei. Ja, Himmel, Donnerwetter, kommt mir die Tasse aus. Ja, da kann ich aber nichts dafür. Es war eine alte Tasse. Ja, vielleicht haben wir noch eine alte Tasse. Ja, aber schau, das Ei, das hat wenigstens die richtige Dulle gekriegt. Ja. Also schieb mir die andere Tasse her, schnell. Warte, hier. So, hier noch mal jetzt muss man die Eierschale vorsichtig von der Tasse auseinanderdrücken. Schau so. Die Tasse von dem Ei trennen. So. Ja. Ja, Himmel. Oh. Das ist jetzt noch ein Rührei. Ach, der Kuckuck soll's holen. Nein, das brauchen wir. Das darf der Kuckuck nicht holen. Ich kann das nicht mit den Eiern. Also heute gibt's keinen Pudding, sondern Rühreier. Punktum. Ich will aber keine Rühreier, sondern ich will Pudding. Wenn ich die Eier doch nicht auseinanderbringe. Und weißt du was, jetzt habe ich eine Idee. Weißt du was wir machen? Wir lassen sie ganz einfach zusammen. Ach, dann kann man's doch nicht schlagen. Warum nicht? Schau, ich kann das. Okay, du spritzt mich ja ganz voll, wenn du da reinhaust. Ja, schon, aber ich habe das Ei geschlagen und ich mache das jetzt eine ganze Stunde lang. Aber doch nicht auf den Tisch. Warum? Lass mich's doch zuerst zusammenkratzen und in die Tasse tun. Gut, aber dann schlag ich es. Dann schlag ich es, sag ich dir. Nein, das genügt schon. Wir rühren die Eier bloß durcheinander und schütten's dann ganz rein. Das wird schon auch gehen. Ja, das wird schon auch gehen. Also schauen wir mal. Jetzt schauen wir noch mal. Was muss ich noch machen? Ja, also, lies mal vor. Kakaopulver mit etwas Vanillezucker und einem gehäuften Esslöffel Zucker und Stärkemehl vermischen. Also ein Esslöffel und mit wir auch etwas noch kaltem Wasser zu einem Brei verrühren. Rühren. Das Ganze unter dauerndem Rühren in die heiße Milch gießen. Kurz aufkochen lassen. Kurz. Naja, das werden wir schon hinkriegen. Vom Feuer nehmen und noch heiß mit dem Eischnee vermengen. Das ist ganz einfach, nicht wahr? Also,
Kakaopulver. Wie viel? Einen gehäuften Esslöffel und Zucker und Vanillezucker und Stärkemehl zusammen tun. Ja, das tun wir jetzt mal. Komm, so rein. Uli, das ist schön. Schau mal, das ist braun und weiß. Ja. Und jetzt wird's immer brauner. Guck mal. Und jetzt wird's noch brauner. Nein. Jetzt lass mal versuchen. Nein, noch nicht. Noch nicht. Mit etwas Wasser verrühren heißt es. Etwas Wasser. Ja. Ja, wie viel ist denn etwas? Etwas ist etwas. Na ja, schütt mir halt was rein. Ja. Du, guck mal hier, das gibt Staub, Wasserstaub. Das ist fein. Da schaut, das gibt ja lauter Batzen. Ja. Herrschaftszeiten. Ja. Da, Pumugel, du, zertrick du die Batzen. Ja. Ich stell die Milch hin, damit's kocht. Ja, gut. So. Wer kommt denn da schon in aller Früh? Pumugel, pass auf die Milch auf. Ich muss in die Werkstatt runter. Aber ich muss doch die Batzen zerdrücken. Da kannst du doch nebenbei auf die Milch schauen, oder... Gib acht, dass es nicht überläuft. Ja, gut, ich passe auf. Ich rühre und passe auf und ich passe auf und rühre. Hm. Ui, wie freundlich. Guten Tag. Die Milch kommt mir aus dem Topf direkt entgegen. Halt! Nicht überlaufen, das sollst du nicht. Das hat der Meister Eder gesagt, du darfst das nicht. Ja, merkst du denn nicht, dass ich da stehe und aufpasse? Du sollst aufhören, sag ich sofort. Für was passe ich denn auf, wenn du nicht folgst? Um Himmels Willen, dreh durch das Gras ab. Stehst daneben und lässt die Milch überlaufen. Sehr aufregend. Da stinkt's nicht wenig herin. Aber so viel ist Gott sei Dank noch nicht übergelaufen. Nein, nur wenig. Also, schauen wir mal, wie geht's denn weiter? Ja, lies noch mal vor. Aha. Was du gerührt hast, muss man jetzt in die Milch gießen. In die Milch. Unter da und dem Rühren. Ja. Ui, guck mal, das ist aber schön. Guck mal, die ganze Milch wird braun. Sehr schön. Ist eine schöne Farbe. Gar nicht schön braun ist das. Zum Anschauen. Schau nur die Knollen an. Die Rühreier musst du jetzt noch reingeben. Jeckerl, ja. Weißt du? Die schütten wir gleich auch noch rein. Ja, so. Und jetzt lassen wir es aufkochen. Ja. Ui, guck mal, jetzt kocht es. Guck mal. Das bläst, das wirft so Bläsen in die, Blasen in die Höhe. Und jetzt wird's immer dicker und dicker und dicker und dicker. Oh, wie das riecht, Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, riecht's das so angebrannt, weil vorhin die Milch übergelaufen ist? Oder ist das ein neuer Geruch? Das ist ein neuer. Den haben wir erfunden. Einen neuen Geruch haben wir erfunden. Ein schöner neuer Geruch. Riech mal. Recht hast. Der ganze Topfboden ist schon schwarz. Ja, jetzt haben wir schon braun und jetzt gräßlich. Wir noch den Topf kann ich wegwerfen. Ja, den brauchen wir. Wir müssen ja nur den Pudding und essen. Und lauter Knollen. Ja, die können aber wir was ist auch. Denn da? Das weiße Zeug. Jetzt haben wir das ist das geronnene Ei. Ja. Tja, wie sieht das aus? Also ich sag's lieber nicht, wie das ausschaut. Ja, also ein bisschen anders als der Pudding von deiner Schwester sieht es schon aus. Aber es ist eigentlich auch ganz schön. Und wie das schmeckt, das können wir gleich wegschütten. Da, probier's einmal. Ja. Na? Ah. Was hast du? Wie das schmeckt. Ja, wie? Das schmeckt, das ist das Beste, was je ein Koch-Kobold geschmeckt hat. Noch einen Löffel, bitte. Ist das dein Ernst? Schnell, noch einen Löffel. Noch einen Löffel? Und das ist ja viel besser als der Pudding von deiner Schwester. Das schmeckt wie Rauch aus dem Schornstein von einem Dampfschiff. Aha. Weißt du, so haben alle Klabautermänner Pudding gekocht. Weißt du, das ist Schiffspudding. Meerespudding ist das. Komm, gib mir noch einen Löffel. Also ich glaube, dazu muss man wirklich ein Nachbar der Klabautermänner sein, damit einem sowas schmecken kann. Das schmeckt wunderbar. Wunderbar schmeckt das. So ein schöner Pudding. Die Geschmäcker sind nun mal verschieden, nicht wahr? Der Pumuckl jedenfalls hat den ganzen Topf im Laufe des Tages leer gegessen. Er war daraufhin sehr satt und sehr glücklich. Der Meister Eder allerdings hat den Schwur getan, nie mehr wieder Schokoladenpudding. Der Pumuckl war natürlich ganz anderer Meinung und sagte schon ein paar Tage später, Weißt du, was mein größter, also mein allergrößter Wunsch ist? Nein. Wieder mal so einen guten Schokoladenpudding mit Rauchgeschmack. Nein, ohne mich. Warum? Eine Stunde habe ich an den Topf hingerieben, damit ich ihn wieder sauber bekommen habe. Nix da, das kommt gar nicht in Frage. Bitteschön, na gut. Dann frage ich eben auch nicht. Ich gehe einfach rauf und... Halt!
Wo gehst denn du hin? Ich gehe spazieren. Oder hast du was dagegen? Spazieren darf's gehen. Aber weh, wenn du in die Küche gehst. In die Küche der Gerüche geh ich nicht. Lalalala. Dieses Wehe rührte den kleinen Kobold überhaupt nicht. Er ging trotzdem in die Küche. Und dann vollbrachte er eine Meisterleistung. Er zerrte eine volle Milchflasche über den Tisch bis zu Meister Eders Kaffeetopf auf dem Herd und stülpte die Flasche kopfüber hinein, so dass platschend die Milch im Topf landete. Dass etliche Milch dabei in hohem Bogen wieder herausspritzte, störte ihn ebenso wenig wie die Tatsache, dass man Pudding nicht ausgerechnet im Kaffeetopf kocht. Da er unsichtbar war und er sich somit auch nicht verbrennen konnte, war das Anzünden der Gasflamme einfach und gefahrlos. Dann stöberte er im Vorratsschrank herum und fand tatsächlich auch die Kakaobüchse, das Stärkemehlpaket und die Zuckertüte. Er schleppte es auf den Küchentisch und war sehr stolz und zufrieden mit sich. Nur mit einem hatte er nicht gerechnet, oder besser mit einer, nämlich mit der Frau Eichinger, der Zugefrau vom Meister Eder. Sie war für diesen Tag bestellt und kam gerade in die Küche, als die Milch gefährlich zu steigen begann. Sie drehte sie natürlich sofort ab und lief zu Herrn Eder in die Werkstatt. Herr Eder? Ja? Sie, Herr Eder. Was? Wir haben es aber jetzt Glück gehabt, dass ich in die Küche gekommen bin. Wieso? Ja, Ihr Milch war gerade am Überlaufen. Meine Milch? Also hat er doch. Verrückt könnte ich manchmal werden. Wegen Ihrer Vergesslichkeit, gell? Ah. Aber es geht mir nicht anders, ich bin auch so zerstreut. So. Aber sagen Sie, was wollten Sie denn kochen? Ein Pudding vielleicht? Weil Kakao und Zucker auf dem Tisch steht. Ja, einen Pudding. Brauchen Sie doch nicht so seufzen, der ist doch gleich gemacht. Ja, vielleicht ist es besser, wenn Sie den Pudding machen. Aber Sie müssen ihn mit Eier machen. Ja, ja, ich weiß schon, Eischnee unterziehen. Ja. Ich mache Ihnen einen guten Pudding. Mhm. Sie, da werden Schlecken. Der Meister Eder war mit dieser Lösung zufrieden und er hoffte, dass der Pumuckl auch zufrieden sein würde, wenn sein Lieblingspudding von sachkundiger Hand gekocht würde. Aber er hatte sich geirrt. Der Pumuckl war wütend. Er fand doch überlaufende Milch und den angebrannten Geruch so schön. Und jetzt hatte die Frau Eichinger das mühsam entzündete Gas abgedreht und rührte auch noch Kakao und Zucker und Stärkemehl so zusammen, dass es keinen einzigen Knollen gab. Und zu guter Letzt nahm die Frau Eichinger das Salz und wollte Salz in die Milch geben. In den süßen Pudding saures Salz. Der Pumuckl gab ihr einen energischen Stoß. Die halbe Salztüte entleerte sich daraufhin in die Milch. Die Frau Eichinger war ganz verstört. Sie suchte und fand eine Büchse Kondensmilch und wollte damit den Pudding machen. Als sie aber die Eier zu Eischnee schlagen wollte, fielen sie auf den Boden. Die Frau Eichinger jammerte vor sich hin. Ja, was mache ich nun? Was mache ich nur? Oh, der Boden ist vielleicht nicht schmutzig. Ich versuche, das Eiweiß zusammenzukratzen. Was der Herr Eder nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Ich nehme noch ein frisches dazu. Während sich die Frau Eichinger überlegte, wie sie dem Meister Eder ihre Ungeschicklichkeit schonend beibringen könnte, lief der Kobold in die Werkstatt und brachte ihm ganz und gar schonungslos den Zustand in der Küche bei. Sie hat auch die Eier fallen lassen, aber nicht wie wir auf den Tisch, sondern auf den Boden. Und dann hat sie Salz in die Milch geschüttet und dann hat sie die Milch hat sie weggegossen, aber nicht auf den Boden, sondern ins Spülbecken hat sie die Milch geschüttet. Und jetzt muss sie alles nochmal nehmen. Nochmal Eier und nochmal Milch. Und alles wird dann nochmal nichts. Und nochmal nichts. Und nochmal nichts. Und dann wird sie kommen und nichts erzählen. Was der Eder nicht weiß, macht ihn nicht heiß, hat sie gesagt. Wird ihr heiß? Ja. Mir wird heiß. Mir ist auch heiß. Und wie? Also aus der Haut könnte ich fahren. Oh, so heiß ist mir im Bauch, aber vor lauter Wut. Weißt du, sicher kann sie keine Knollen machen und nichts anbrennen lassen. Und überhaupt wird er abscheulich schmecken. Gar nicht nach Pudding, der Pudding. Dann weiß ich auch, was ich jetzt tue. Frau Eichinger schimpfen und mit mir Pudding kochen. Jawohl, unseren Pudding, nicht wahr? Unseren Pudding. Das wirst dann schon erleben.
Der Meister Eder ging entschlossen in die Küche. Der Pumuckl lief hinterdrein, voll schadenfroher Erwartung. Er lachte sich richtig ins Fäustchen. Allerdings zu früh. Die Frau Eichinger war gerade dabei, den Eischnee unterzuziehen. Ja, da ist ja der Pudding schon gleich fertig. Schön schaut er aus. Ja, Herr Eder, aber ich muss Ihnen was sagen. Ja, was denn? Mir sind zwei Eier ausgerutscht. Na. Und in die Milch, da ist mir zuerst, also ich weiß auch nicht wie, einfach zu viel Salz reingerutscht. So? Ich hab dann Kondensmilch nehmen müssen. Es tut mir ja so leid, aber ich ersetze es Ihnen. Ja, kommt ja gar nicht in Frage. Mir sind neulich auch zwei Eier ausgerutscht. Regen Sie mir nicht auf. Ich danke Ihnen, dass Sie mir so einen guten Pudding gekocht haben. Lassen Sie mich einmal probieren. Bitte schön. Oh, ja, wunderbar. Genauso wie ihn meine Schwester gemacht hat. Großartig. Aber jetzt habe ich eine Bitte, Frau Eichinger. Ja? Können Sie für mich schnell zum Metzger laufen und einen Leberkäse holen? Ja, aber selbstverständlich. Passen Sie auf, da. Da haben Sie Geld. Also, gehen Sie gleich hin, bitteschön. Ja, freilich, Herr Eder. Bin gleich wieder da. Ja, freilich, Herr Eder, bin gleich wieder da. Schmeckt sicher scheußlich, nicht wahr? Nein, der Pudding schmeckt gut. Aber du möchtest ihn ja gern angebrannt, nicht wahr? Lass mich mal probieren. Nachher. Warum? Ich tue ein paar Löffel von dem Pudding noch mal in den Kochtopf zurück und den lassen wir anbrennen. Schau so. Oh ja, oh ja, oh ja. Wie wir kochen Klabauterpudding, das wird ein Spaß. Und ich habe einen solchen Hunger auf Klabauterpudding. Aber wir machen dabei das Fenster auf, nicht wahr? Ja, das machen wir auch. Und den Vorhang schieben wir ganz zurück. Ui, riech mal, riech mal. Es fängt schon an zu riechen. Schön zu riechen. Sehr schön. Hm. Und sie ist so schön genug? Ja, ja, ja. Und jetzt schnell essen. Hunger, Hunger. Was hast du denn? Was machst du denn für ein Gesicht? Nicht, 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 nicht. Lass mich aus. Ja, mein Freundchen, ich lass dich schon aus. Aber erst, wenn du vor dem Fenster auf dem Fensterbrett sitzt und von draußen reinschauen musst. Drum habe ich nämlich den Vorhang weg. Nein, nicht, nicht, nicht. Ich will nicht auf dem Fensterbrett sitzen. Jetzt schau gut zu. Der erste Löffel, den ich esse, ist dafür, dass du nicht gefolgt hast. Der zweite dafür, dass du dem Salz einen Stoß gegeben hast. Der dritte ist für die Eier. Der vierte ist dafür, dass du die Frau Eichinger angeschwärzt hast. Nicht alles aufessen! Ich hab so Hunger nach dem guten Pudding! So, ich hab auch Hunger. Heute habe ich einen solchen Hunger, dass ich sogar deinen angebrannten Pudding zusammen esse. Und wenn's mir schlecht wird, schau nur gut zu. Nicht alles essen. Ich esse alles. Und du bleibst so lang vorm Fenster sitzen, bis du einsiehst, dass ich alles vertrage, sogar einen angebrannten Pudding. Nur keine Niederträchtigkeit. Aber ich hab doch bloß... Und drum hast jetzt auch bloß das Nachsehen. So, Herr Eder. Ja? Da ist ja Leberkäse. Dankeschön. Aber was riecht denn da so angebrannt? Ja, da können Sie nichts dafür. Das war ich. Gut war Ihr Pudding. Was? Sie haben ihn schon aufgegessen? Ja. Aber der hätte doch kalt werden sollen. Nein, grad warm hat er mir jetzt geschmeckt. Aber jetzt geben Sie mir schnell den Leberkäse. Da, bitteschön. Na, dass Sie so geschleckig sind, das habe ich gar nicht gewusst. Ich koche Ihnen wieder mal einen Pudding. Nein, vorerst nicht. Ich habe mich für eine Zeit lang richtig dran satt gegessen. Ja, aber jetzt müssen wir schleunigst die Fenster aufmachen. Also der angebrannte Geruch da herin. Ja, die Fenster können Sie jetzt aufmachen. 3 Stunden lang war der Pumuckl beleidigt. Dann zog er es doch vor, ein wenig in sich zu gehen. Und das war auch dringend notwendig. Einmal, weil er beim besten Willen kein reines Gewissen zustande brachte. Zum Zweiten, weil beleidigt sein ungemütlich ist. Und zum Dritten, nun ja, weil es ja sein könnte, dass die Frau Eichinger wieder einmal Schokoladenpudding kochen würde. Und dann wieder vor dem Fenster sitzen zu müssen, das war wirklich keine vergnügliche Aussicht.